Das ist das bewegte Leben des Dieter Liebig, das sich als Pfarrer, Landrat und Schriftsteller abspielte. Ich wurde am 5. August 1951 in Daubitz, Oberlausitz, geboren. Meine Mutter arbeitet in der Landwirtschaft, mein Vater ist Forstarbeiter gewesen. Dadurch bekam ich eine besondere Beziehung zur Natur. Bereits als Jugendlicher wurde ich mit den Folgen des Bergbaus konfrontiert. Deshalb war es mir eine Herzensangelegenheit, jetzt die Ausstellung »Was morgen sein wird, ist gestern gewesen« zu den abgebaggerten Dörfern im Bereich der Tagebau Reichwalde und Nochten vorzubereiten. Es handelt sich dabei um die Geschichte meiner einstigen Heimat. Mein Bildungsweg kann wegen mangelnder Einstellung unter Schulbesuche abgehakt werden. Ernsthaftigkeit kam erst mit dem Theologiestudium in Halle, Leipzig und Naumburg auf. Letztere Stadt hatte mit dem Dom und der Löwenapotheke, in welcher meine Frau Marie-Liane als Pharmazieingenieur tätig war, durchaus Kultur zu bieten. Das Problem aber bestand darin, dass man sie binnen einer halben Stunde umrundet hatte. Um der Langeweile zu entgehen, entschloss ich mich, neben dem Studium bei dem ehemaligen Dramatiker und Regisseur Detlef Linzel Ausbildung im Stückeschreiben zu nehmen. Er hat von 1974 bis 1976 meinen absurden Stil geprägt. Ich schrieb dann mehrere Jahre in der Tradition Beckets. Später vermittelte mich Linzel an den Schriftsteller Armin Stolper. 1977 bin ich nach Deutsch-Ossig im Industriegebiet Hagenwerder gegangen. 1980 wurde ich Pfarrer von Deutsch-Ossig. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits zu vermuten, dass der Ort dem Braunkohlenbergbau weichen muss. Das sollte nicht nur mich und meine Familie prägen, sondern auch mein Schreiben. 1979 wurde die Spielgruppe Hagenwerder, später Deutsch-Ossig, gebildet. Für diese sowie für eine Band habe ich geschrieben. 10 Jahre waren wir unterwegs. Ich war also hinsichtlich von Veröffentlichungen in der günstigen Lage, mich nicht nach dem Zensor richten zu müssen. Gleichwohl war die Spielarbeit kein Zuckerlecken. Franz Kafka ist nur 41 Jahre alt geworden. Er wurde 1883 als Sohn jüdischer Eltern geboren. Als Außenseiter wandte er sich der Literatur zu, beschrieb das Quälende einer solchen Rolle in seinen Personen. Ihre düstere, sie beherrschende Umgebung können sie niemals verlassen. Insofern ist Amerika die große Ausnahme und ein optimistisches Werk mit komödiantischen Zügen. Es blieb unvollendet, nur aus Romanfragmenten ließ sich eine schlüssige Erzählung herstellen. Unsere Aufführung ist daher auch zweigeteilt. Der erste Teil bis zur Pause erzählt im Wesentlichen jenen Entwurf von 1911. Es handelt sich dabei um die Wanderschaft von New York nach Ramses. Der zweite Teil spielt dann vor Ort im Hotel Occidental, wo Karl Liftboy wird. Vor allem das Antikriegsstück König von Preußen war Anfeindungen ausgesetzt. Damit ist zugleich ein wesentliches Thema genannt. Das andere bestand in geschichtlich-politischer Darstellung von Reformation und Revolution. Es gelang Armin Stolper 1983 die Veröffentlichung des Bauernkriegsstückes Nonnenmacher im Theater der Zeit durchzusetzen. 1985 wurde das Hörspiel Waldhüter gesendet. Ich war also bei einem weiteren Inhalt angelangt, der Umweltzerstörung.
Das Schreiben gegen die Umweltzerstörung gipfelte in grünes Requiem, Totenmesse für die Natur. Mit diesem vertonten Werk ging die Band auf Reisen. 1985 wurde es gegen härtesten Widerstand des Staates von der Mittelstelle für Werk und Feier landesweit veröffentlicht. Das war zugleich das Ende meiner Publikationstätigkeit. 1986 forderte der Beschluss zur Devastierung von Deutsch-Ossig alle verfügbaren Kräfte. Ohne nachzugeben, wurde die Umsetzung der Kirche in das Görlitzer Neubaugebiet Königshufen erzwungen. 1998 wurde sie eingeweiht. Hier und auch an anderen Orten gestalte ich nach wie vor Gottesdienste. Bei den Auseinandersetzungen um die Devastierung von Deutsch-Ossig wurde auch erstmals erreicht, dass für die Einwohner im sogenannten Kohleersatzbau Eigenheime errichtet werden mussten. Seinen literarischen Niederschlag fand das Geschehen in den Deutsch-Ossig-Reporten. Unmittelbar zu Deutsch-Ossig und der Region entstanden 6 Deutsch-Ossig-Bücher. Insgesamt liegen 18 veröffentlichte Arbeiten vor. Nach der Friedlichen Revolution wurde ich 1990 Landrat des Kreises Görlitz und musste somit das Erbe im Energierevier Hagen-Werder antreten. Jetzt standen 6000 Arbeitsplätze gegen die Inanspruchnahme von Deutsch-Ossig. Im Jahr 2004 gründeten ehemalige Einwohner des Ortes und Personen aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben den Verein Altes und Neues Deutsch-Ossig. In vielfältiger Weise macht dieser Verein durch kulturelle Veranstaltungen und andere Aktivitäten auf sich aufmerksam. Nicht nur um Erinnerungen zu bewahren, sondern um eine Revitalisierung des Restortes am Berzdorfer See zu ermöglichen. Obwohl der Kreistag mehrmals den Stopp der Grube vor Deutsch-Ossig beschlossen hatte, gelang es lediglich, einen Teil des Ortes und dann letztendlich nur die denkmalgeschützten Höfe zu retten. Vor dem Pfarrhaus machte der Bagger schließlich Halt. Mit der Kreisreform 1994 wurde der Kreis Görlitz aufgelöst. Ich ging in den Landkreis Löbau-Zittau, um dort grenzüberschreitend zu wirken. Ein wesentliches Thema war hierbei die Beseitigung des sogenannten schwarzen Dreieckes, welches unter meiner Leitung durch die ökologische Energiekonzeption in Gang gesetzt wurde. Von 1998 bis zum Ende meiner politischen Tätigkeit 2001 war ich in Verbindung mit der Hochschule Zittau-Görlitz für die Jakob-Böhme-Ehrung zuständig und Geschäftsführer des Böhme-Instituts. Dabei ist der philosophische Kommentar zu Jakob Böhmes Aurora oder Morgenröte im Aufgang entstanden. Rückblickend möchte ich noch betonen, dass ich nicht von der Kirche in die Politik gewechselt bin. Die Kirchengemeinde Deutsch-Ossig endete am 31. August 1989. Ich habe später immer wieder festgestellt, dass es uns nach langjährigem Kampf einen lumpigen Monat vor der Wende erledigt hat. Als von staatlicher Seite 1986 vorgesehen war, die Kirche Deutsch-Ossig ersatzlos zu sprengen, haben wir als Gemeinde Kirchenrat mitgeteilt. Es wird keine Unterschrift geben. Wir werden die Kirche verteidigen. Man soll genau auf die Wortwahl achten. Es wird zu einer Tragödie kommen, die der Staat zu verantworten haben wird.
Ich übernahm nach dem Ende von Deutsch-Ossig keine andere Gemeinde und war von da an freiberuflicher Schriftsteller. In der Zeit sind die kleinen Stücke in der Spielagenda zusammengefasst worden, auch der erste Deutsch-Ossig-Report, Terra Infirma, Unsichere Erde, wurde vorbereitet. Von 2001 an habe ich mich wieder dem Schreiben und dem Spielen gewidmet. Meine Texte fanden stets und jetzt noch eindrücklicher Abnahme durch Komponisten und wurden in Sachsen aufgeführt. Hiob, in Psalmen gesungen, wurde mit Fotografien von Matthias Lüttich zu Auschwitz veröffentlicht. Das Thema wurde in dem Dokumentarfilm von Till Liebig, Westerbork, Auschwitz, weiter vertieft. Ich habe hierzu das Drehbuch geschrieben. Von Westerbork wurden die holländischen Juden nach Auschwitz deportiert. Im Mittelpunkt steht der Zeitzeuge Fritz Schwarz. In meinem ersten Roman Kap der guten Hoffnung bildet Westerbork dann das Schlusskapitel. Ich hatte Abenddienst, auch wieder als Nähmaschinenmonteur, und Carrie erwartete mich beim Ausgang von der Fabrik und sie war ganz, ganz entsetzt über die Mitteilung, dass wir auf Transport gehen sollten nach Riesa bei Dresden, weil da musste ein neues Lager eingerichtet werden und Männer und Frauen könnten dann besser dort zusammenwohnen. Wie wir wussten, dass wir nun weg mussten, habe ich doch meine 7 Sachen wieder eingepackt. Und Carrie stand dabei und ich küsste sie und ich sah in ihren Augen Tränen. Oder waren es die Tränen in meinen Augen? Dresden. Eine grüne Polizei kommt zu uns in den Waggon, teilt Briefkarten aus. 4, 5 Stück an verschiedene Leute. Das ist was Besonderes. Schreiben konnte man sonst eigentlich nie. Aber dann sagte er, ihr müsst schreiben, wir sind gut in Dresden angekommen. Mit einer deutlichen Unterschrift. Und auf der Rückseite eine deutliche Adresse an jemanden in Theresienstadt. Die Briefkarten sind später angekommen in Theresienstadt und ausgeteilt worden. Und viele Leute, viele Frauen haben sich freiwillig gemeldet. Im stillhaltenden Europa unternahm niemand etwas, um die Transporte aufzuhalten oder Juden aus diesen zu befreien. Eine Ausnahme bildete der Überfall auf den 20. Deportationszug bei Mechelen. Am 19. April 1943 stoppten 3 junge belgische Widerstandskämpfer diesen Zug, bewaffnet mit einem Revolver und einer Laterne. ...242 Frauen und Männern gelang die Flucht. Die jungen Männer wurden denunziert. Von 2007 bis 2010 entstand der umfangreiche Roman Kein Weg westwärts über deutsche Auswanderer und ihren Weg in Amerika. Er wartet noch auf die Veröffentlichung. Mit der heutigen Lesung sollen Ursachen und persönliche Schicksale der Auswanderung aus der Oberlausitz nahegebracht werden. Die Weichen waren gestellt. Minutiös geplant bog ein Zug nach dem anderen ein. Eben kam einer aus Tennessee an. Evans rief: Männer, wir sind am Ziel.
Nagelneues Geschütz wurde von flachen Waggons über eine Rampe hinabbugsiert, die Pferde für die Bespannung aus geschlossenen herausgeführt. Heinrich Hauptmann war der Kommandeur. Um 10 Uhr des 21. Juli 1861 begann die erste Schlacht des Bürgerkriegs. Nach 2 Stunden gerieten die Rebellen unter lautem Jubel der Washingtoner Ausflügler immer mehr unter Druck. Fluchtbewegungen setzten ein. Sie konzentrierten sich aber stets auf den ruhenden Pol Henry Hills. Von dort schickte Jackson die zu ihm Geflüchteten und Versprengten neu geordnet die Berge hinab und auf den Gegner. Die Krise der Schlacht zeichnete sich gegen 13 Uhr ab. Nach wie vor bin ich im Bereich von Energie und Umwelt tätig. 2 Jahre nahm die Ausstellung mit Begleitbuch zur Energie- und Umweltpolitik in der DDR in Anspruch. Jetzt schließt sich die nächste zu dieser Zeit an. Gegenwärtig bin ich auch mit einem langgehegten Wunsch beschäftigt, über Shakespeare zu schreiben. Es handelt sich um eine fiktive Darstellung von Stücken durch die Shakespeare Company unter ihrem Meister Nathanael. Dabei geschieht es, dass die Aufführungen in die Wirklichkeit kippen oder diese die Inszenierung bestimmt. Letztendlich werden dabei meine Absichten und Erfahrungen als Autor und Regisseur umgesetzt. Der Roman beginnt in einem Kloster mit den Erinnerungen Nathanaels. Zitat: Ich wurde an einem 1. August vor einem Nonnenkloster unweit von Kilgarvan ausgesetzt, wo mich Schwester Marion gegen Abend entdeckte. Irgendjemand bedachte mich bei meiner feststellbaren Ankunft in dieser Welt mit einer Botschaft. Es ist darin von einer Handlung die Rede. Diese spielt in unterdrückten Ländern und ich bin dazu bestimmt, sie mit der Macht des Wortes zu befreien. Die Handlung der Geschichte und meiner selbst hat der Einfachheit halber in Irland zu beginnen. Ich bediene mich immer wieder einer meiner Lieblingsgegenden. Der Weg führt vom Kloster Ostritz durch das Tal der Neiße. Von Deutsch-Ossig aus war hier die erste und einzige Idylle zu finden. Es gibt keinen Roman, auch Texte nähern sich davon, in dem nicht das Kloster und das Tal eine Rolle spielen. Hier haben wir auch den Jakob Böhme-Film gedreht, der war zugleich die erste Arbeit unseres Sohnes Till. Jakob Böhme ist in seinem Denken vielfältigen zeitlichen Einflüssen ausgesetzt gewesen. Wesentlich war eine innere und äußere soziale Unruhe, die sich seinem Schaffen mitgeteilt hat. Böhme löst den Widerspruch von Gut und Böse dadurch, dass er ihn annimmt. Er bejaht ihn. In allem, in der Natur, im Menschen, ist ein Widerspruch von Gut und Böse enthalten und gehört wesenhaft zum Sein dazu. Somit bedingen sich Gut und Böse und sie setzen Bewegung in Kraft. Dabei wird eine Entscheidung gesucht. Entweder es entscheidet sich etwas zum Verderben oder es entscheidet sich zum Gelingen. Mit diesem Prinzip hat Böhme deutlich den Zusammenhang der Welt aufgezeigt und hat aufgezeigt, dass alle Dinge miteinander verknüpft sind, dass sie einander bedingen und dass eine Herauslösung von Natur und eine Herauslösung des Menschen aus seiner Umgebung, aus seinem Leben verhängnisvoll enden wird. Was wir der Natur antun, das tun wir uns selbst an. Der Mensch soll diese Welt nicht missbrauchen, denn er ist mit seinem Geist in diese Welt eingegangen, um ihre Wunder zu offenbaren. Auch so steht alle deine Wissenschaft in diesem Gott. Und wenn du stirbst, so wirst du in diesem Gott begraben. Nun wirst du sagen, ich schreibe heidnisch. Höre, siehe und merke den Unterschied, wie dieses alles sei, denn ich schreibe nicht heidnisch, sondern philosophisch. So bin ich auch kein Heide, sondern ich habe die tiefe und wahre Erkenntnis des einigen großen Gottes, der alles ist. Wenn du ansiehst, die Tiefen, die Sterne, die Elemente, die Erde,
so begreifst du mit deinen Augen nicht die helle und klare Gottheit. Und ob sie wohl all da und darinnen ist, sondern du siehst und begreifest erstlich mit deinen Augen den Tod, danach den Zorn Gottes und dann das höllische Feuer. So du aber deine Gedanken erhebest und denkest, wo Gott sei, so ergreifest du die siderische Geburt, da Liebe und Zorn gegeneinander wallen. Wenn du aber den Glauben schöpfest an den Gott, der in Heiligkeit in diesem Regiment regiert, so brichst du durch den Himmel und ergreifest Gott bei seinem heiligen Herzen. Wenn nun dieses geschieht, so bist du, wie der ganze Gott ist, der da selber Himmel, Erde, Sterne und Elemente ist, und hast ein solch Regiment in dir und bist auch eine solche Person, wie der ganze Gott in dem Loko dieser Welt ist. Die Kinder sind jetzt, wie es im Osten üblich ist, weiter weg. Till und die Schwiegertochter Nina leben und arbeiten in Botswana. Jan und Gertje sind in Berlin. Jan hat Forstwirt gelernt und sich danach zum Werbetexter ausbilden lassen. Er ist wesentlich an den Ausstellungen beteiligt. Gertje beginnt eben ihr Berufsleben als Magister der Geschichte und Politikwissenschaften. Zu zweit ist aber hier das Leben keineswegs langweilig. Mit Marie-Liane kann ich jeden Tag auf literarische Reisen gehen, wobei meine Skepsis und ihr Optimismus sich schon einmal wie Wasser und Feuer verhalten können.